Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison und zwar geht es hier einmal um die großen Kisten mit Bergungsgut. Da wollen wir jetzt insgesamt 20 Stück aufmachen und ja, ich brauche da nämlich noch zwei Hunter-Items von insgesamt 12, die noch offen sind. Einmal hier die Armschienen und die Flinte und jetzt würde ich sagen, machen wir die mal auf und ich hoffe, ihr drückt mir alle die Daumen, dass wir ein bisschen was rausziehen. Die Kisten gibt es übrigens über Missionen, wenn wir die abschließen und wir quasi dieses Wiederverwertungsgebäude auf 3 haben. Ne? Habe ich mit dem Char schon seit einer Weile aufgebaut. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir noch die letzten zwei Sachen hoffentlich raus. Oder auch nicht. Einmal Garnisonsressourcen habe ich bekommen. Zweimal Garnisonsressourcen. Und ein drittes Mal. Okay, fängt schon gut an. Ein viertes Mal. Ein fünftes Mal. Da kommt jetzt zurück was raus hier. Ein sechstes Mal. Oh boy. Jetzt haben wir zumindest Leder bekommen und ein Waffen-Upgrade. Jetzt geht es schon wieder weiter mit Ressourcen. Doch, ein Rüstungs-Upgrade haben wir noch bekommen. Nochmal eins. Was war da dabei? Eine Hose, die brauche ich nicht. Komm, Schusswaffe brauchen wir. Und einmal Handgelenke oder Armschienen. Staub. Schuhe. Schau mal, die liegen da schon vom letzten Mal, die Schuhe. Die brauchen wir auch nicht. Schwierig. Fell. Ein paar Blumen, Sternenblume. Zwei haben wir noch. Komm, jetzt die Flinte. Aufs Letzte. Ne, wollte er nicht. Schade, schade. Diesmal war es eine Nullnummer. Aber vielleicht wird es dann beim nächsten Mal wieder was. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tula. Bis zum nächsten Mal. Ciao.